Begründet wurde das mit rechtlichen und politischen Bedenken. Der Fall hatte international für Aufsehen gesorgt. Ägypten wurde mangelnde Rechtsstaatlichkeit vorgeworfen. Mansour bedankte sich nach seiner Freilassung am Abend für die Unterstützung. Der Journalist war in seinem Heimatland in Abwesenheit zu einer Freiheitsstrafe von 15 Jahren verurteilt worden. Am Samstag nahm die Bundespolizei ihn auf ägyptisches Ersuchen auf dem Flughafen Berlin-Tegel fest. In der Tarifauseinandersetzung für die Kita-Erzieherinnen wird der Schlichterspruch voraussichtlich morgen verkündet. Das verlautete aus Verhandlungskreisen. Die Gespräche dauerten heute an. Gewerkschaften fordern mehr Geld für alle Berufsgruppen des kommunalen Sozial- und Erziehungsdienstes. Dafür hatten die Beschäftigten 3 Wochen lang gestreikt, bis dann schließlich die Schlichtung vereinbart wurde. Der frühere portugiesische Präsident Jorge Sampaio und die namibische Augenärztin Helena Ndume sind mit dem Nelson Mandela Preis der UNO ausgezeichnet worden. Die Vollversammlung der Vereinten Nationen hatte den Preis 2014 ins Leben gerufen, nun wurde er zum ersten Mal verliehen. Er soll bei einer Zeremonie am 24. Mai als anhaltender Unterstützer der portugiesischen Demokratie geehrt, hieß es. Die in Deutschland ausgebildete Ärztin Ndume und die Menschen, die in der Nation in der Verwaltung